Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Böllern auf der Straße. Ihr seht schon, richtig viel Pyro-Stuff. Ultralux, Bengal, Kaliber A, Kaliber C, die kleine Funke-Batterie. Double Deck Red zweimal wird am Ende geschossen, so als Finale. Und dann habe ich hier noch richtig Sirenenraketen. Das wird eine richtig schöne Böller-Tour nochmal. Freut euch drauf, viel Spaß. Achso, was machen wir denn jetzt? Anfangen tun wir. Also Leute, anfangen tun wir mit den Kaliber A und C. Da gibt es so einen kleinen Vergleich. Wir zünden jetzt erstmal vier Stück Kalsier Kaliber A. Na, das hinstellen wird wahrscheinlich nicht. Schmeiß einfach hin. Feuerzeug hast du? Yup. Super. Ready? Yup. Fire. Ganz gut nacheinander. Bisschen weiter weg, der Feuerball ist riesig eigentlich. Oh, oh, oh. Mach die Motte hier! So, jetzt zäh. Die Handylampe muss her. Ah, hast du. Das war schon mal echt schlecht. Und bedenke, die Kaliber A sind Kategorie 1 Kinderfeuerwehr, genau. Das ist die Kaliber C im Vergleich. Eine Stufe, drei verschiedene Farben. Und die werden wir mal einzeln zünden und hinstellen. Oh, Kaliber C. Das ist hier Kaliber C. Was habe ich denn jetzt? Ich sehe es gar nicht. Ah. So, und jetzt der nächste. Das wird aber auch einfach nicht weniger. Ja, du musst einfach mal weitermachen. Irgendwann. Soweit ich rot bin. Scheiße. Ich hab jetzt langsam. Aber die sind heftig, ja, die Dinger. Ja, die sind sehr. Die ja, sind ja, ich will das nicht. Du weißt doch, ich hätte was hier vor. Ja, wie krass das blau ist. Ja, geht. Alter, nicht normal, ey. Nehmen wir einfach mal die Bombenrohre von Pyroland. Oder welcher Hersteller ist das yep, eigentlich? Pyro, also Explode, aber Explode, ist von Pyroland vertrieben. Genau, von Pyroland jetzt in einer bestimmten, besonderen Mischung. Explode-Bombe. Schön, sehr schick. Dann machen wir weiter mit zwei Blendfeuern, und zwar einmal grün und einmal rot von Pyroland. Dann zünden wir gleichzeitig mit etwas Abstand zueinander. Also am besten, du machst die eine jetzt hier und die andere dort hinten oder so. Also nach hinten versetzt oder was? Ja, du zündest eine an, lässt eine stehen, nimmst die andere mit und setzt sie dort hinten hin. Ich fang hier an und geh dann nach vorne. Du zündest beide an, nimmst ja, ja, einfach eine mit. Ja. Gleich an. Ja,
Apokalypse. Wir zünden jetzt die Sirenenraketen, alle Farben. Machen wir erstmal eine, dann zwei und dann nochmal zwei. Ja, ich zwei. Alter, Junge. Oh, die eine hat mir eine Lunte. Schmeiß weg. So, genau. Als nächstes kommen die Red Blue von Funke. So Leute, jetzt haben wir mal ein bisschen ruhiges Feuerwerk. Bengalos habe ich entdeckt zu Silvester. Von Leslie Feuerwerk in Farben Rot, Grün, Gelb und Blau. Eier und Lila, Violett ist auch dabei. Viel Spaß. Gut. Ach hier mit so einer. Ja, genau, wie cool. Diese Totenfund. Oh ja. Ich muss die andere gleich so annehmen. Linker Farben, oder was hast du? Die sind sehr gut, Alter. Für Cut 1. Für Cut 1. Ja, Cut 1. Sieht ein bisschen aus wie Tortenfontänen. Ja. Oh, oh. Oh, mit Verwandlung. Ey, für Cut 1. Und die Brenndauer ist krass. So, wie ihr seht, haben wir jetzt drei Farben gleichzeitig angezündet. Extrem schöne Bengalfeuer. Halten wir so ein bisschen nach oben. Richtig schön. Sogar mit Verwandlung. Extrem genial. Und ich weiß nicht, 490 hat dieses Paket gekostet. Jetzt wurde es mir gerade ein bisschen warm im Rücken. Die sind richtig, also die sind saugut hier. Die sind mega, die Teile. Könnte man sagen, ein bisschen von Jorge geklaut. Super Color Fountain ist klein. Krass. Richtig gut. Mega, oder? Mhm. Leute, also, jetzt im Vergleich zwischen den Katan D-Ballon und Pro 2 Ballon. Wir fangen jetzt an mit den D-Ballon. Let's go! Funke-Konkurrenz! Einfach nacheinander. Boah, richtig gut. Die drücken! Oh. Drücken! Drücken! Und schnipseln! Die drücken müssen! Alter, ich hab Pizza auf dem Ohren. Die sind wirklich saugut. Oh, ich hör gerade fast nichts. Drücken muss es. Ey, die Verarbeitung schon. Also jetzt gibt's die Katana Super 2.
Alter. Boah, die hämmern. Die sind richtig gut. Jetzt geht's weiter mit C und D. Und ah ja. Nächstes gibt's die, wie heißen die? Lady Knaller 400er. Sind schon auch etwas älter, aus dem Rico-Sortiment. Viel Spaß, machen wir jetzt auf Schlag. Aber der Effekt sieht gut aus. Ja. Richtig. Das ist echt lang. Nicht nachmachen, bitte. Nicht machen, nachmachen. Alter! Jetzt gibt's die Reaper-Böller von Pyro. Röckhoff. Vertrieben als Pyro-Power. Okay. Ist aber Röckhoff. Kleine Blinder. Die Holländer würden jetzt sagen, das sind Flinder. Flinder, also ja. Würde sagen, als Deutsche jetzt sind Böller mit Schwanz. Mit Schweif, Böller mit Schweif. Machen wir mal ein paar, oder? Böller mit Schwanz. Jetzt gibt's, was ist das für eine Katze? Eine Kami-Katze. Kann man doch lesen hier, sieht man doch. Wahnsinn, Kami-Katze. Unfassbar. Mal gucken, ob das auch so dreckig ist wie meine. Sind nicht dreckig. Oder? Nee, so, ist okay. Lasst euch überraschen, was die Kami-Katze kann. Vielleicht miauen? So. Kommt irgendwas? Noch ein paar mehr. Komm her, nacheinander. Ich finde die geil. Hast du noch mehr? Ja, klar. Komm. Ich finde die saugeil. Machen wir noch die ganze Zeit. Spaß. Das war's. So Leute, am Ende der Böller-Tour noch zweimal Double Deck Red auf Schlag. Oh ja. Die Insider wissen, was die Double Deck Red ist, aber wer es nicht weiß, lasst euch überraschen. Eine Röhli-Batterie. So. So, rein. So. Ja, drei. So. Das war's dann schon wieder. Ich hoffe, euch hat diese Böller-Tour Böllern auf der Straße gefallen, diese Folge. Mit einem richtig schönen Finale von Doppeldeck Red zweimal. Ihr habt es ja gesehen, mega Batterie. Bleibt dran, abonniert mich und ja, wir sehen uns bei den nächsten Videos.